Hallöchen ihr Lieben zu einem neuen kleinen Let's Play-Projekt. Wir schauen uns das Horror-RPG-Maker-Game Canusei bzw. im Englischen Possibility an. Ein Spiel von Yakuto, entwickelt im Jahre 2008 im RPG-Maker 2000 und mal wieder von Toshiaki ins Englische übersetzt. Vielen Dank dafür. Und es gibt 7 verschiedene Enden, meine Güte, beziehungsweise 10, wenn man die Variationen mit einberechnet. Was damit genau gemeint ist, weiß ich zwar noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, dass da so winzige Sachen anders sind, dass es kein richtiges anderes Ende ist. Wie ihr vielleicht schon hört, ist da irgendwie ein Feuer ausgebrochen. Auf jeden Fall ist es ein Horrorgame in einem Zug. Deswegen gehen wir auch an Bord des Zuges und ich liebe ja Horror in Zügen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde das einfach so cool. Sind vorher gute Dinge in meinem Leben geschehen? Zwischen Ja und Nein würde ich doch eher zu Ja tendieren. Aber das waren alles kleine Dinge ohne große Konsequenzen. Wenn ich alles betrachte seit meiner Geburt, dann war mein Leben wohl nicht sonderlich im Plusbereich, also im positiven Bereich. Ein Wort wie natürliche Gerechtigkeit kann gerade jetzt mir nur wie Nonsens vorkommen. Wenn es so etwas wirklich mal gab, oder so etwas wirklich gibt, ach so, wenn es sowas geben würde wie eine natürliche Gerechtigkeit, dann müsste mein Leben eigentlich mega glücklich sein. Mein ausdünnendes Bewusstsein schwindet und ich murmle ein paar letzte Worte in mein Herz. Diese Welt liegt falsch. Canusei steht da. Gut, ne? War jetzt auch nicht schwer zu erraten, sorry. Okay, ich bin ein bisschen überdreht. Ganz ruhig. Ich bin nur so aufgeregt, weil ich liebe echt Sachen, die in Zügen sind. Ich stehe da total drauf. Ich habe sogar mal selber eine Geschichte angefangen zu schreiben mit Horror in einem Zug. Makoto! Wir sollten schnell nach Hause! Hey, warte! Ich muss erst noch meine Sachen einpacken. Beeil dich! Der Zug wird sonst abfahren. Das weiß ich, aber weißt du, was denn nun? Du musst doch nicht so lange dafür brauchen. Ja, okay, lass uns nach Hause. Schnell, schnell, wir kommen nicht rechtzeitig. Was machst du denn da? Na, die Ampel, die ist rot. Ja und? Dann müssen wir anhalten. Ach, da musst du dir doch keine Gedanken drum machen. Aber wir müssen uns an die Verkehrsregeln halten. Bei einem blauen Licht kann man rüber und bei einem roten Licht darf man nicht. Okay, aber du siehst doch, dass kein Auto kommt, oder? Dann ist es in Ordnung. Gerade zu so einem Zeitpunkt. Wenn es wenig Verkehr gibt, dann ist es schon in Ordnung, wenn man bei Rot rüberläuft. Aber wenn wir uns nicht beeilen, dann wird der Zug abfahren. Los! Hey! Ich finde den Kumpel gut. Au, meine Haare! Du ziehst an meinen Haaren! Ja, halt's halt aus. Die sind lustig, die beiden. Sicher! Sicher, ja, aber der Zug ist ja noch gar nicht gekommen. Du Idiot! Ja, du hättest natürlich noch... Ja, ach so, an dir liegt das aber nicht, dass der Zug noch nicht gekommen ist, weil du hättest ja an allen Lichtern gewartet, an allen Ampeln. Ja. Was denkst du denn, wie viele Ampeln es gibt von der Schule bis hierher? Wenn du bei denen allen angehalten hättest, dann wäre keine Zeitspanne ausreichend gewesen, um den Zug noch zu erwischen. Okay, ich verstehe ja. Du musst nicht so sauer sein. Mann, du sorgst ja voll dafür, dass uns alle anstarren. Das ist voll peinlich. Hä? Huh? Oh! It's Makoto. Was mache ich denn da? Oh, es ist Makoto. Lange nicht gesehen. Ayano-san? Ja, richtig. Was? Hast du etwa schon das Gesicht deiner Klassenkameradin in einem halben Jahr vergessen? Nein, es ist nicht, dass ich's vergessen hätte, oder... Wer ist das, deine Freundin? Nein, gar nicht. Eine Klassenkameradin aus der Mittelschule. Was meinst du mit... Ach so, nur eine Klasse... Was meinst du mit nur? Du musst ja wohl nicht so ein unangenehmes Gesicht dabei verziehen. Nein, das wollte ich gar nicht sagen.
Ich bin Kasami Hayato. Ich passe auf diesen Typen hier in der Highschool auf. Hallöchen. Ja, hallo. Und was willst du von nun an tun? Oder was hast du gleich vor? Naja, was soll ich anderes tun, als mit dem Zug nach Hause zu fahren? Nee, das ist es nicht. Ach doch, er hat's wirklich so gemeint, wie ich zuerst dachte. Er meint eher in die Zukunft gerichtet, was sie vorhat. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, ob du vorhast, hier an die Schule zu gehen. Ja, natürlich. Wir waren ja auch in der gleichen Mittelschule. Und wir leben ja nah aneinander, nicht wahr? Nee, das meine ich auch nicht. Der kann sich auch nicht entscheiden, kann das nicht mal richtig sagen. Ich frage, ob du zu was? Cram School? Ist das sowas wie eine Nachhilfeschule? Sekunde, ich guck mal ganz schnell. Das weiß ich nicht genau, was das ist. Ist gerade voll auffällig, dass gar keine Musik ist. Cram School? Aber da steht hier nichts. Mir erscheint nichts bei Cram School. Stopfen. Stopfen lernen. Ach, oder es ist halt einfach irgendeine Art von Schule. Cram School? Nein, nein, unmöglich. Ah, doch, ich glaube, es ist sowas wie eine Nachhilfeschule. Ich gehe jetzt sofort nach Hause, zusammen mit Kana. Hä? Kana, wieso bist du denn so scheu? Oder so schüchtern? Oh, wie süß. Also wirklich. Okay, hier, komm. Süß. Irgendwie mag ich die Charaktere gerade super. Die sind irgendwie so sympathisch dargestellt. Deine Freundin? Ja, ich schätze schon. Sie ist noch so ungefähr 100 Male scheuer und schüchterner, als du es bist, Makoto. Und das ist schon was. Okay, der Zug trifft gleich ein. Bitte warten Sie hinter der gelben Linie. Ah, scheint, als würde der Zug einfahren. Ich hatte so ein bisschen Hunger, deswegen dachte ich, dass ich mir vielleicht was zu essen kaufe. Aber lasst uns einfach zusammen zurückfahren. Ich habe auch eine Menge, über das ich mit euch reden möchte. Ist schon in Ordnung, wir können auch erst essen gehen. Das ist ja nicht schlimm, wenn wir einen Zug verpassen. Was sagst du denn da? Ich will das nicht. Ich muss schnell zurück nach Hause, um mein Spiel zu beenden. Na, dann kannst du ja schon mal vorfahren. Was? Du willst mich, deinen besten Freund, ganz alleine nach Hause schicken? Ich hätte niemals gedacht, dass du so herzlos bist. Also, na dann, lasst uns doch einsteigen. Ist nicht schlimm, wir könnten ja auch da, wo wir... Dieser Moment, in dem alles endete, Ayano-san traf mich und deswegen stieg sie in diesen Zug. Und deswegen stieg auch Kana-san in den Zug. Hayato ist auch eingestiegen, weil ich ihn nicht aufhielt. Hätte ich mich doch nur an meinen Willen gehalten, dann wäre niemand eingestiegen in diesen Zug. Dann wären die Dinge nicht so geworden, wie sie geworden sind. Oh. Das hört sich ja nicht so gut an. Naja, ist ja auch Horror, ne? Muss ja irgendwas passieren. Oh, mir ist heute so kalt, Leute. Oh, da war ich einen Pulli an. Ja, los. Los. Ach so, überhole das Auto. Los. Also Makoto, fährst du jeden Tag mit dem Zug? Ja, schätze schon. Und wieso habe ich dann dein Gesicht ein halbes Jahr lang nicht gesehen? Meine Highschool ist nicht mal in der Nähe. Du fährst also auch mit dem Zug, Ayano-san? Ja, wobei ich heute etwas später dran bin. Wieso? Heute war das Kulturfestival. Genau, und dann habe ich mich entschlossen, nach den ganzen Aufräumarbeiten mich noch kurz in ein Familienrestaurant selbst einzuladen. Und wie sieht es bei dir aus? Ich komme gerade von der Schule zurück. Hä? Von der Schule zurück? Aber es ist ja fast 8 Uhr abends. Und die Schule schließt doch normalerweise um 6:30, richtig? Nee, in meiner Schule ist die Bibliothek bis 7:30 geöffnet. Alle lernen dort und dann gehen sie nach Hause. Bis 7:30? Ja. Und alle lernen dort? Ah, du bist doch noch im ersten Jahr der Highschool. Ja, naja, es gibt auch nicht so viele Leute, die da so lange bleiben. Oh, dann bin ich ja froh, dass ich dort nicht hingegangen bin. Wenn ich es getan hätte, dann wäre ich für einen Monat lang nicht zur Schule gegangen. Hä? Was? Das kapiere ich gerade nicht, wie sie das meint. Aber du bist doch eine ehemalige
Präsidentin des Schülerausschusses sozusagen. Und dass gerade du so etwas sagst? Oh, ich mag die Schule, aber ich hasse es zu lernen. Okay, du bleibst also quasi jeden Tag da und lernst für dich selbst, richtig? Naja, nicht nur für mich selbst. Hey, sag es nicht. Ich werde nur dazu gezwungen. Ich hab dir gesagt, du sollst es nicht tun. Ah, ich glaube, er hilft ihm. Ja, wahrscheinlich hilft er ihm beim Lernen. Verstehe. Ich schätze, dann ist es wohl kein Wunder, dass ich dich nie getroffen habe. Ich fahre fast nie zu dieser Uhrzeit im Zug. Und was hast du so getrieben, Ayano-san? Naja, dankbarerweise musste ich nicht meinen Arsch ablernen, so wie ihr Jungs. Bist du wirklich... könnte es sein, dass du immer noch Präsidentin des Schülerkomitees bist? Oh nein, es ist unmöglich, dass eine Erstklässlerin, also dieser Schulform, das werden könnte. Wirst du es aber im dritten Jahr dann versuchen? Naja, vielleicht schon, schätze ich. Ich bin jedenfalls immer noch im Schülerausschuss. Naja, das würde man ja auch erwarten von einer ehemaligen Präsidentin. Übrigens, Hayato ist im Biologieclub. Oh, was machen sie denn da so? Wir ziehen Insekten... Wir ziehen Insekten heran, doch. Da sind auch Schildkröten und solche Dinge. Aber ich konzentriere mich auf Insekten. Oder eher auf Käfer. Es muss schon hart sein für den Clubpräsidenten. Vor allem, wenn ein Typ wie dieser hier mit im Club ist. Hey, Klappe! Au, au, du musst nicht an meinen Haaren ziehen. Oh oh. Was ist geschehen? Scheint, als hätte der Zug angehalten. Meldung an alle Passagiere. Es gab einen Unfall. Menschliche Verluste? Nein, das ist zu krass. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Momentan oder vorerst halten wir den Zug an. Bitte verlassen Sie nicht den Zug. Uns tun die Unannehmlichkeiten leid. Oder bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Oh mein Gott, ein Unfall, bei dem jemand verletzt wurde? Was könnte das bedeuten? Wurde etwa jemand überfahren? Ich schätze, für eine Weile kommen wir nicht nach Hause, was? Oh Mann, ich wollte doch bei der nächsten Station aussteigen. Oh Mann, kann ich nicht von hier direkt loslaufen? Sie haben gesagt, wir sollen den Zug nicht verlassen. Was soll das denn heißen? Oh Mann, oh. War das ein Unfall oder vielleicht ein Selbstmord? Aber wir können doch nicht mit Sicherheit sagen, dass jemand gestorben ist. Ich glaube nicht, dass es eine große Chance gibt, wenn jemand von einem Zug überfahren wird. Tja, das ist wahr. Wir wiederholen. Es gab einen Unfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Oh, die Polizei braucht circa eine Stunde, um den Tatort zu untersuchen. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Eine Stunde? Oh, also wird es schon nach 9 sein, wenn wir nach Hause kommen. Hey, wo gehst du hin? Ich werde mir mal den ersten Wagen anschauen. Vielleicht sehe ich ja eine Leiche. Ich will nicht sehen, nee. Dann gehe ich halt alleine. Ah, hey! Also wirklich, einfach so alleine zu gehen. Ah, also ist er doch gegangen. Nein. Na, da kann man nichts machen, dann sollten wir auch gehen. Hä? Ja, ich will ja auch nicht, aber... Wir werden ja auch nichts erkennen können. Es ist ziemlich dunkel. Es ist bestimmt in Ordnung, wenn wir im hinteren Teil des Abteils bleiben. Aber du bist eigentlich interessiert, richtig? Nein, das ist es nicht. Du hattest ein bisschen Angst, aber da die beiden jetzt gegangen sind, nutzt du das als Chance, um aufzugehen, richtig? Voll durchschaut, voll gut. So, letztendlich kommen also alle mit. Ja, ich schätze schon. Kana meinte aber, dass sie eigentlich nicht unbedingt will. Aber Kana-san kommt auch mit, oder? Ich sehe nicht gerne gruselige Sachen. Aber ich will auch nicht alleine sein. Das finde ich noch schlimmer. Oh, okay, wir können uns schon bewegen. Gehst du nicht dahin, wo Hayato-kun hingegangen ist? Okay, ich kann mich gar nicht hier... Oh, ich komme nicht mehr zurück. Wieso sind Highschool-Mädchen so laut, frage ich mich. Naja, ich schätze, es sind nicht nur Highschool-Mädchen. Hey, wir sind auch Highschool-Mädchen. Süßigkeiten-Umverpackung.
Jemand hat das einfach hier hingeschmissen. Wer war das nur? Das ist ärgerlich für alle, wenn sie das nicht aufheben. Heb du's doch auf. Wieso versammeln sie sich gerade da, wo sie den Eingang blockieren? Es gibt doch leere Sitzplätze. Dann können sie sich doch einfach hinsetzen. Makoto, was murmelst du da? Nichts Wichtiges. Hä? Das ist seltsam. Egal, wie leer der Zug wird, dass es nur einen einzigen Passagier gibt. Und diese Person, war das nicht die gleiche Person, die eben noch in dem gleichen Abteil war wie wir? Weiß ich jetzt gar nicht. Das bedeutet ja im Grunde, dass vorher niemand in diesem Abteil war. Klar, es gibt eine Menge Leute, die lieber in den mittleren Abteilen einsteigen, weil es am nächsten zu den Treppen auf den verschiedenen Gleisen dann ist, aber da es einen Unfall gab, da wären doch bestimmt Leute wie Hayato direkt hierher gelaufen, weil sie neugierig sind und etwas Gruseliges sehen wollen. Könnte es sein, dass alle den Zug verlassen haben? Das kann ja gar nicht sein. Es ist unmöglich, dass alle das tun würden, und wenn es so wäre, dann wären ja die Türen jetzt zumindest geöffnet. Es ist wirklich schwer vorstellbar, dass die Leute einfach die Warnung ignorieren würden und nach draußen gehen würden und dann extra noch die Türen hinter sich schließen würden. Was genau geschieht hier? Was ist da? Was ist denn? Nein! Hey, was ist los? Hä? Etwas ist auf der anderen Seite? Was soll ich tun? Weiß ich nicht. Kann ich speichern? Ja. Okay, wir gucken ganz kurz mal. Ich glaube nicht, dass... Ach so, aber ich glaube, es gibt hier kleine Kämpfe, wenn ich das richtig verstanden habe. Minaki Makoto. Er kann aber nichts. Und er hat auch keine Tools, er hat gar nichts. Hä, was ist denn los? Das... Hä? Gerade als ich hinausgeschaut habe, plötzlich war da etwas, das vorher nicht da war. Worte mit Blut geschrieben? Tod dem Kanusei, der Possibility, der Möglichkeit. Was soll das denn bedeuten? Oh oh. Was war das für ein Geräusch? Nein! Was? Huch! Was zur Hölle ist hier los? Steh da nicht nur rum und denk! Lass uns gehen! Wer ist der Typ überhaupt? Hey, das ist doch jetzt nicht wirklich der Zeitpunkt, um sich um jemand anderen zu kümmern. Lass uns gehen. Ja, da hast du auch recht. Sorry. Kana-san, geht es dir gut? Kana-chan, Kana-chan. Was ist los? Die Tür ist ja zerbrochen. Ich dachte daran, zurückzugehen. Aber dann öffnete sich die Tür nicht mehr. Und als Sayano-chan das Glas zerstörte, da wurde sie auf die andere Seite gezogen. Nun, wir sollten erstmal gehen. Die Tür scheint ja jetzt geöffnet zu sein. Ja. Oh Gott. Wo ist sie denn hin? Was ist denn da los? Geht es dir gut? Hä? Ich... Oh, meine Güte, ich habe mich so erschrocken, als ich die Tür öffnete. Da sah ich vor mir einen Anblick, den ich kaum fassen konnte, den ich kaum glauben konnte. Danke nochmal wegen vorhin. Es scheint, du hast mich gerettet. Nein, nein, du musst mir nicht so doll danken. Jedoch, dieses Monster... Was zur Hölle ist hier los? Nun, wir sollten auf jeden Fall diesen gruseligen Ort verlassen. Die Tür im zweiten Abteil ist offen. Und der Fahrer ist auch in dem Abteil ganz am Ende. Aber die Tür in Abteil 1 war auch offen, als wir hierher kamen, richtig? Ja, korrekt. Und als wir die Tür aufbrachen, da war wieder ein Monster. Wovor habt ihr denn Angst? Was? Willst du etwa sagen, du hast keine Angst, Hayato? Natürlich habe ich keine Angst. Wir werden überhaupt nichts lösen, wenn wir hier nur rumsitzen und Angst haben. Wir müssen einfach nachschauen, richtig? Wenn ihr zu viel Angst habt, dann werde ich gehen. Und kommt bloß nicht mit. Hä? Was hat er denn?
Dabei hat er vorhin noch so rumgeheult. Ich habe keine Angst. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich gucke einfach nur, ob die Tür offen ist, richtig? Das sollte ja ganz einfach sein. Oh, jetzt sind wir eher... Okay, wir müssen aber mal eine kleine Pause machen. Ich höre so Geräusche, das ist super eklig. Wartet, ich will nur wissen, ob da irgendwas ist. Da draußen, da bewegt sich irgendwas. Okay, na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir schauen dann in der nächsten Folge von Possibility, wie es weitergeht. Bis jetzt finde ich es ganz cool und spannend. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.